Hallöchen und willkommen zurück zu Baphomets Fluch 5, der Sündenfall. So, wir sind ja jetzt im Büro angekommen, also das letzte Mal. Und genau, hier sind ein paar Sachen, die wir anschauen können. Ein paar. Ich fange mal hier an. Es war eine reichlich auffällige Uhr. Ja, sie ist, naja, mir springt eher die Statue ins Auge als die Uhr, aber okay. Das Poster kündigte ein Stockholmer Musikfestival im Jahr 1975 an. Hauptakt war eine Band namens The Hairy Lobsters. Und warum guckt er dafür zur Tür und nicht hierhin? Okay. Die Überwachungskamera war uralt. Und das ist sie ein machte Passwort. Einzelaufnahmen und speicherte sie auf Band. Sah aus, als bräuchte ich ein Passwort, um die Aufnahme anzusehen. Ja, und das haben wir natürlich nicht. Oh, ups. Hallo? Ich will zurück. Warum kann ich... Ach, hier. Ich musste eine vierstellige Zahl finden. Und die finden wir hoffentlich jetzt, oder? In dem Rahmen waren getrocknete Blumen. Ein paar böse Augen starrte mich von einem teilweise verdeckten Plakat an. Es war eine Wasserpfeife. Von den Dingern kriegte ich Kopfweh. Henri hatte es gern chaotisch. Aber echt. Okay. Ich hatte keine Lust auf eine Tasche voller Pieksdinger. Eine Visitenkarte brauchte ich nicht. Der Füllhalter könnte nützlich sein, aber er könnte mir auch vollkommen die Tasche versauen. Das Feuerzeug war verrostet und schmierig. Es war wohl nicht mehr zu gebrauchen. Ich würde es liegen lassen. Dann lass es liegen. Ein Tintenfass in der Jackentasche rumzutragen wäre etwas dämlich. Die Tinte hätte ich tagelang nicht von den Händen bekommen. Aber sonst die ganzen Sachen, die er immer in seiner Hosentasche mit sich führt, gell? Henri's Radiergummi zu nehmen, hielt ich nicht für nötig. Ich wollte das Klebeband nicht mitschleppen. Ich hatte das Gefühl, ich würde es nicht brauchen. Es war die Zeitung, für die Nico schrieb. Nico lebte für den Tag, an dem ihre Story auf dem Titelblatt stehen würde. Aber kann man nicht anschauen? Okay. Die Schublade war ansonsten leer. Die Mappe sah interessant aus. Das war eindeutig Manipulation von Beweismaterial. Es war eine Auftragsabschlussbestätigung einer Firma namens Vera Security. Das war nicht die, die wir empfohlen hatten. Henri hatte hinter unserem Rücken eine andere Sicherheitsfirma beauftragt. Von Vera Security hatte ich nie gehört, aber auf dem Formular standen Adresse und Telefonnummer. Aha. Schwer zu sagen, ob die Lavalampe auf alt getrimmt oder wirklich alt war. Henri war schon etwas schrullig. Das Telefon war ein uraltes Wählscheibenmodell. Der Hörer sah schmierig aus. Der Kalender sah aus wie das Schulprojekt eines Kindes. Henri hatte den 27. Mai eingekreist und Geburtstag dran gekritzelt. Der Ärmste hatte seinen großen Tag nicht mehr erlebt. Henris Pinnwand war voll mit allem möglichen Kram. Die Statue war Kess. Aus der Nähe bemerkte ich, dass das Feigenblatt ein Scharnier hatte. Zum Glück war niemand in der Nähe, der mir dabei zusah. Sehr interessant. Oh. Ohne Schlüssel bekäme ich den Safe niemals auf. Ich war ziemlich sicher, dass nicht mal Henri dumm genug war, um ihn hier im Büro zu verstecken. Das Geheimfach war offen. Es war eine Stadt. Ein strategisch platziertes Feigenblatt bedeckte seine Blöße. Die Frau auf dem Bild kam mir irgendwie bekannt vor.
Die Straße war ruhig. Eine nackte Dame sah mich verführerisch an. Alles voller Schnickschnack, Trödel, Instrumente. Im Herzen war Henri ein Hippie. Das Sofa hatte über die Jahre so einiges mitmachen müssen. Kann ich die Pinnwand nicht anschauen? Es sah nicht aus, als wäre irgendetwas Wichtiges an der Pinnwand. Henri hatte den 27. Mai eingekreist und Geburtstag dran gekritzelt. Aha. 27. Mai, das können wir mal austesten. Hallo? 6.5. Bingo. Ich spulte zurück bis vor dem Raub. Das war die erste interessante Aufnahme. Henri betrachtete La Malediktio. Er konnte nicht geahnt haben, was gleich geschehen würde. Sah Henri sich das Bild an oder schaute er besorgt drein? Es steckte definitiv mehr hinter diesem Raub, als ich erst gedacht hatte. Vielleicht hat... Achso, er hat das ja gemacht. Das Bild war etwas unscharf, aber in der Mitte des Gemäldes schien sich eine Schlange in den Schwanz zu beißen. Ich dachte über die Worte des Priesters nach. Das Gemälde hatte eindeutig etwas Beunruhigendes. Du hast den Ouroboros entdeckt. Sie beißt sich in den Schwanz. So, so. Noch was? Das war die erste Aufnahme. Ach so. Nico und ich warfen einen kurzen Blick auf La Malediktio kurz vor dem Raub. Komisch, das Bild erschien mir da gar nicht so bemerkenswert, nur sonderbar. Nächstes. Gute Aufnahme von La Malediktio. Konnte schon verstehen, warum Pater Simeon das Bild für böse hielt. Es hatte eine gewisse Ausstrahlung. Kann ich da noch was? Was sofort ins Auge fiel. Achso, okay, das ist, okay. Der Verbrecher auf frischer Tat. Er hatte nichts wirklich Unverwechselbares an sich. Ja, nur sein Helm halt. Die Kamera hatte den Moment erfasst, als der Täter La Malediktio von der Wand nahm. Er wusste genau, welches Gemälde er wollte. Es war der Moment, als alles aus dem Ruder lief. Vorne auf seinem Helm stand etwas geschrieben, aber ich konnte es nicht richtig erkennen. Was sofort ins Auge fiel, war die Schlange, die sich in den Schwanz biss. Warum war Henri nicht zurückgewichen, als der Dieb die Waffe zog? Vielleicht, ich an seiner Stelle hätte getan, was der Kerl wollte. Vielleicht, weil er wusste, also vielleicht, weil er dachte, dass er ihm nichts tut, weil er ja geholfen hat. Der Alarm hätte losgehen müssen, als der Dieb das Bild entwendete. Aber man hatte ihn sabotiert. Wer das wohl getan hatte? Vielleicht Lane? Oder sogar Henri selbst? Oder vielleicht sogar die von Vera Security, die das System installiert hatten. Der Mörder auf der Flucht. Auf dem Logo vorn auf seinem Helm stand Waterloo Motors. Das könnte nützlich sein. Der Alarm hätte losgehen müssen. Das Gemälde war weg. Da stand ich und sah mir den Alarmkasten an. Hoffentlich wirkte ich nicht allzu verdächtig. Da war ich, wie ich an dem Alarm rumspielte. Daran hatte ich nicht gedacht, als ich mir die Kamera ansah. Das war die letzte Aufnahme. Was die Kamera an Hinweisen liefern konnte, hatte ich wohl gesehen. Okay. Oh, da ist noch was.
Haben wir was übersehen? Im Papierkorb fand ich ein zerknülltes Schreiben von Henris Kreditkartenfirma mit der Aufforderung zur sofortigen Zahlung. Aufgelistet waren extravagante Einkäufe in einer Reihe von Damenmodegeschäften. Wie die Adresse verriet, hatte Henri im ebenso schicken wie teuren 16. Arrondissement von Paris gewohnt. Ich beschloss, den Brief zurückzulegen. Henris Geldprobleme gingen mich nichts an, aber ich wusste jetzt, wo er gewohnt hatte. Oh, oh, oh. Monsieur, Sie sind also einfach hereingeschlüpft und manipulieren jetzt meine Beweise? Nein, das würde ich niemals tun. Wahrheit, Lügen. Ich sag die Wahrheit. Ich manipuliere hier gar nichts. Ich habe nur Hinweise gesucht. Das ist meine Sache, Monsieur. Monsieur. Stobart, George Stobart, Paris Mutual. Wir haben die Ausstellung versichert. Oh, wirklich? Dann dürfte der Raub Ihnen einiges bringen. Nein. Der Raub dürfte uns einiges kosten. Werden Sie mal nicht naseweiß, Monsieur. Nur Dummköpfe wissen nicht, wie Versicherungen ticken. Klar, Ihnen macht keiner was vor, Inspektor. Genau. Ich muss sehr früh morgens aufstehen. Und deshalb fange ich auf jeden Fall den Wurm. Verstehe. Darf ich Sie daran erinnern, Monsieur, dass ein schweres Verbrechen begangen wurde? Ich muss Sie nun bitten, in die Galerie zurückzukehren. Natürlich, aber ich muss Ihnen ein paar Fragen stellen. D'accord. Aber Sie wissen, alles, was ich sagen kann, gegen Sie verwendet werden, Monsieur Stobart. Okay, werde ich mir merken. Wissen Sie irgendetwas über eine Firma namens Vera Security? Nein, nie von ihr gehört. Und nun muss ich mich um meine Ermittlungen kümmern. Sehr wahrscheinlich findet sich in den Kameraaufzeichnungen ein Hinweis auf den Täter. Monsieur, ich bin Profi und Sie sind Amateur. Also überlassen Sie das Ermitteln mir. Klar, Kumpel. Monsieur, Sie sind Amerikaner, no? Ja, in Kalifornien geboren und aufgewachsen. Natürlich. Ich denke, Sie möchten vielleicht sein wie dieser Starsky und Hutch, Monsieur, no? Mit schönen Damen und schnellen Autos herumrollen, mit Ihrer Pistole schießen. Interessante Idee, Inspektor. Aber nicht ganz mein Stil. Ist das so? Nun, ich will Ihnen etwas sagen, Monsieur. Sie sind mein Hauptverdächtiger. Sie können jetzt gehen, aber ich werde Sie noch einmal brauchen. Ich hatte ein paar wertvolle Hinweise. Aber bevor ich Ihnen nachging, stand etwas sehr Wichtiges auf dem Plan. Hey Nico, wollen wir schnell einen Kaffee trinken gehen? Klar. Ich darf mit Stolz bekannt geben, dass die vorläufigen Ermittlungen abgeschlossen sind. Ich erkläre dies nun offiziell zum Tatort. Sie müssen alle gehen. Ich werde Sie alle in den kommenden Tagen nochmals verhören. Niemand darf das Land verlassen. Das gilt besonders für Sie, Monsieur Stobart. Monsieur Lane wird bei der Sicherung des Geländes behilflich sein. Mouet. Ja, Inspektor? Lassen Sie sie hinaus. Sofort, Inspektor. Zwei Kaffee, bitte. Gute Arbeit da drin, Nico. Was es auch war, es hat funktioniert. Nur eine kleine Ablenkung und Navette hat's mir abgekauft. Ich glaube, Navette kauft alles. Hauptsache, es klebt Blut dran. Weißt du, das alles hier, der Raub, der Mord, das ergibt alles keinen Sinn. Wie meinst du das? Ich sagte ja, ich glaube, das war ein Insider-Job. Sprich weiter. Jemand hat die Alarmanlage abgestellt, aber nur bei einem Bild. Lass mich raten. La Malédiction? Genau. Und ich gedenke herauszufinden, wer das war.
Die Überwachungskamera hat ein Bild vom Täter gemacht. Auf seinem Helm standen die Worte Waterloo Motors. Interessant. Ich glaube, ich habe auch ein paar gute Fotos von ihm. Aber ich muss sie mir erst mal zu Hause ansehen. Klasse. Gib durch, was du rausfindest. Also der Priester meint, La Maledictio sei böse. George, der spinnt doch bloß. Ja, du hast wahrscheinlich recht. Aber irgendwas Komisches läuft da. Ich habe die Adresse von der Sicherheitsfirma, die Henri beauftragt hat. Es war nicht die, die ich empfohlen hatte. Viel Glück bei deinen Ermittlungen. Tja, ich muss los. Die Story schreibt sich nicht von selbst. Und George? Ja? Schön, dich wiederzusehen. Ich find's auch klasse, Nico. Oh. Ich sah ihr hinterher. Der Verkehr rauschte. Die Sonne schien. Es gab ein Verbrechen aufzuklären. Und Nico war wieder da. Das ist cool. Also, die hat zu tun. Hier können wir hin und hier können wir hin. Dann gehe ich mal hier hin. Die Adresse führte mich zu einer menschenleeren Sackgasse in einer menschenleeren Einkaufspassage. Kein Wunder, dass ich noch nie was von Vera gehört hatte. Vera Security. Hier würde ich ein paar Antworten finden. Hoffentlich. Scheint zu... Also scheint so als... Ah, okay. Hilfe! Was ist denn los? Schaut sehr seriös aus. Da ist ein Monster! Aus. Was? Wo? Hier. Auf dem Boden! Tun Sie es weg! Ach, die Kakerlake! Ja, die Kakerlake! Helfen Sie mir! Was soll ich denn machen? Dann inspizieren wir sie. Komm erst schon, einmal. Kleine. Die würde ich mit bloßen Händen niemals fangen. Okay. Sogar die Blume sah deprimiert aus. Da war eine Riesenkakerlake im Weg. Ernsthaft? Der ganze Laden hatte eindeutig etwas sehr Provisorisches an sich. Lassen Sie das Radio in Ruhe und kümmern Sie sich um die verdammte Kakerlake! Beim Vera-Telefon wurden sämtliche Kosten und Mühen gescheut. Besonders die Kosten. Ich wollte nicht auf die Kakerlake treten. Der Aschenbecher war voller Zigarettenstummel. Mit goldenen Filtern. Sehr exotisch. Romanovs, eine russische Zigarettenmarke. Das Päckchen war leer. Als Kind hat man mir immer gesagt, ich solle nicht mit Streichhölzern spielen. Aber ich konnte der Versuchung nie widerstehen. Damit kann man die bestimmt fangen jetzt, oder? Ich kippte die Streichhölzer aus. Eine leere Streichholzschachtel. Ich ging mir das mal genauer ansehen. Meine Stirn, sagt Ade. Oh je, Mini. Hallo? Was ist jetzt? Die würde ich mit... Was ist jetzt mit der Schachtel? Ich konnte sie nicht fangen, indem ich nur rumfuchtelte. Vielleicht konnte ich sie aber näher ranlocken. Hä? Das wäre ein glatter...
Ja, okay, Ich konnte sie nicht fangen. Wenn ich die einfach da hinlege? Geht nicht. Kann ich jetzt sonst was anderes machen? Ich musste da ja irgendwie... Ich musste ja da irgendwie reinlocken. Sage mal, Moment. So, besser. Hä? Hallo, ich bin... Kakerlake, ich sehe das kleine Biest. Ja, ja, blöd, ne? Hier sah es aus, als wäre die Bude schon lange geschlossen. Das nervt. So. Kiosk. Was gibt's denn hier so? Hallo. Möchten Sie eine Kakerlake fangen? Hallo, ich bin George Stobbart. Nennen Sie mich einfach Passam. Und bitte verzeihen Sie mir, aber ich bin nicht in der Stimmung zum Reden. Ich habe furchtbare Kopfschmerzen. Ah, hier tatsächlich. Könnten Sie mir bitte bei einem Ungezieferproblem helfen? Bitte, Monsieur Stobbart. Ich kann mich im Moment wirklich nicht um anderer Leute Probleme kümmern. Wissen Sie etwas über Vera Security da drüben? Nichts Genaues. Ich bin noch nicht lange hier, aber die auch nicht so, wie es aussieht. Was meinen Sie damit? Schnell hochgezogen, der Laden. Neues Schild, geringe Investitionen und keine Kunden außer Ihnen. Schlimme Migräne, was? Fürchterlich. Das Gesumme und Geblitze von der alten Neonreklame macht mich wahnsinnig. Ich dachte, die Neonreklame hätte ein gewisses Potenzial, aber dann ging sie kaputt. Ist das Ihre? Nein, die ist noch vom Vorbesitzer. Das hier war mal ein Restaurant. Aber das Ding ist schrecklich. Es verhindert meinen wirtschaftlichen Aufstieg und macht mir tierische Kopfschmerzen. Soll ich mal versuchen, die Neonreklame für Sie zu reparieren? Wissen Sie denn, wie das geht? Ich kann alles Mögliche reparieren, da bin ich gut drin. Dann versuchen Sie es bitte. Ich habe kein Händchen für Elektrokram. Marktanalysen und Trendvorhersagen sind eher mein Ding. Tja, dann machen wir das doch zuerst, oder? Jawohl. Riechen Sie mal hier dran. Aber ich weiß nicht, ob das was bringt. Hui! Das ist noch das echte Zeug. Ich hielt das für relativ zwecklos. Ja, okay. Dann probieren wir das mal. Ich schaute mir die Neonreklame gut an. Die Kabel lagen frei und die Abdeckung war kaputt. Kein Wunder, dass die Anzeige flackerte. Ich riss das Kabel ganz heraus. Naja, auch eine Art dafür zu sorgen, dass die Buchstaben nicht mehr flackerten. Jetzt leuchtete nur noch die Hälfte der Reklame. Das würde niemals klappen. Hä? Oh, oh. Interessant. Ich kann den Namen verändern. Hä? The End. Salad. Ja, aber was ist das eigentlich für ein dummer Name? Ja, und was für ein... Soll ich jetzt den Namen hier ändern? Aber... Vielleicht, hä? Aber es flackert nicht mehr. Aber ich kann die Buchstaben ändern.
Das Gesumme und Geblitze hat aufgehört. Und ich bin Ihnen sehr dankbar. Aber die Reklame sieht immer noch ziemlich übel aus, was? Wenn man eine Marke von Grund auf neu aufbauen will, ist der richtige Name entscheidend. Ich brauche einen Namen, bei dem meine Kunden Sehnsucht bekommen. Lust auf Abenteuer und Schätze aus fernen Ländern. Ich könnte mir Ihre Reklame ja mal... Sie sind ein hilfreicher Geist, wie aus einer Wunderlampe. Erzählen Sie mir was über Ihre Geschäftsidee. Dieser Laden wird mir mein Studium finanzieren und ich sammle zugleich praktische Erfahrungen. Aber dieses unsinnige Schild arbeitet gegen mich. Es sollte den Namen meines Ladens hinausschreien. Ich brauche etwas Neues, aber Vertrautes. Strahlend und auffällig, aber zugleich subtil und symbolisch. Ich beschloss, dass... Wenn Bassam gewusst hätte, wie wackelig der Schriftzug war, wäre er noch unzufriedener damit gewesen. Dein Ziel ist es, die Buchstaben so neu einzuordnen, dass ein neues Wort entsteht, welches zu Bassams Dilemma passt. Die Buchstaben, die das neue Wort ergeben, müssen erleuchtet sein und dazu in die 7 Stellen rechts von den Zeichen platziert werden. Nimm dazu einen Buchstaben auf. Ja, das wissen wir. Okay. Offenbar konnte man die Buchstaben umstecken. Schade, dass ich nicht die passenden Buchstaben für Bassams Namen hatte. Ich musste mir wohl etwas überlegen. Neues Wort. Salate. Was soll das eigentlich für ein D sein? Das brauchen wir nicht. Ah, okay, ich weiß. Oder? Das schreit danach. Aha, da. Oh. Hallo, Bassam. Wie wäre es hiermit? Ich weiß, Sie heißen nicht so, aber... Aladdin! Wie cool! Ein toller Name für meinen Laden. Passt zu allen Alleinstellungsmerkmalen. Schön, dass er Ihnen gefällt. Sie sind ein Genie, George. Wenn ich irgendwas für Sie tun kann, sagen Sie einfach Bescheid. Super, und damit verabschiede ich mich auch und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder und schauen, ob er uns mit der Kakerlake hilft. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch geht's gut und euch wird's auch weiterhin gut gehen. Ich würde mich freuen, wenn wir uns bald wiedersehen. Bis dahin alles Gute und wir sehen uns.